Im vergangenen Jahr konnte Darwin Herbrücken bei Deutschland sucht den Superstar den Sieg davontragen. Doch was macht der Sänger eigentlich mittlerweile? Tja, einerseits verriet er Promiflash gegenüber, dass im Jahr 2020 viele neue Projekte anstehen. Andererseits können Zuschauer ihn schon am 30. Januar wieder im TV sehen. Denn dann sitzt er zusammen mit seinem Musikerkollegen Luca Henny in der beliebten Show »Wer weiß denn sowas?« In der Sendung im Ersten, moderiert von Kai Pflaume, werden die beiden Sänger jetzt gegeneinander antreten. Während Darwin sich im Team von Elton den verrückten Fragen stellt, versucht es Luca zusammen mit Bernhard Hoecker. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir ja innerhalb der Rateshow ein bisschen mehr von seinen Plänen für das Jahr 2020. Ansonsten darf man sich sicherlich ein weiteres Mal über eine lustige Episode einer der beliebtesten Quiz-Sendungen im TV freuen. Los geht's um 18 Uhr im Ersten mit Darwin Herbrücken und Luca Henny als prominente Gäste.